auch schon zum ersten Thema. Das ist die Sanierung Ortsmitte. Wird schon seit einer ganzen Weile diskutiert. Seit 2009, glaube ich, wurde dieses Sanierungsgebiet ausgeschrieben. Fangen wir mit Herrn Putz an. Über die Ansiedlung eines Edeka-Marktes an der Mannheimer Straße ist im Käfertal schon viel diskutiert worden. Viel ist ein Vollsortimenter mit 85 Parkplätzen zu überdimensioniert. Aktuell blockiert eine in Stuttgart anhängige Petition den weiteren Planungsprozess. Da geht es um den Erhalt von Bäumen im Stempelpark. Bevor das nicht entschieden ist, kann keine Baugenehmigung erteilt werden. Es herrscht mal wieder Stillstand. Und das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, im höchsten Maße unbefriedigend, auch aus Sicht des Berichterstatters. Einerseits hat man das Gefühl, die Käfertaler stehen sich selber im Weg. Andererseits kommt auch die Verwaltung nicht so richtig in die Pötte. Eine öffentliche Sondersitzung zum Thema Stellplätze wurde ja abgelehnt. Was ist los, Herr Putz? Haben Sie kein Interesse an einer Lösung? Ja, im Gegenteil. Natürlich, glaube ich, haben wir alle ein Interesse an einer Lösung, weil es tatsächlich darum geht, auch den Ortskern zu stabilisieren und positiv fortzuentwickeln. Und wir haben ja eben gerade auch ein großes Sanierungsprogramm und dafür stehen Gelder zur Verfügung und wir wollen das ja auch entsprechend positiv gestalten. Vielleicht nochmal zum Ausgangspunkt, wie kommen wir zu dem Thema Vollsortimenter? Ich habe ja auch vorhin so ein Plakat in die Hand gedrückt bekommen mit der Grundthese, und da geht es sozusagen um die wirtschaftlichen Interessen der Stadt Mannheim. Wir haben eine Kindertagesstätte verlegt, wir treiben unterm Strich einen Millionenaufwand. Das ist kein Projekt, mit dem die Stadt Mannheim Geld verdient, sondern die Ansiedlung eines Vollsortimenters, dieser Gedanke ist ja natürlich auch aus dem Stadtteil heraus entstanden. Erstmal unter dem Aspekt, dass die Nahversorgung stimmt, und zum Zweiten, dass natürlich ein Vollsortimenter einen entsprechenden Anziehungspunkt auch schafft, der einem Ortskern insgesamt nützt und natürlich auch den umgebenden Geschäften. Und klar ist, es gab einen Schaden für Käfertal, der übrigens, muss man deutlich sagen, prognostiziert war. Ja, war schon Rosch, das Gelände aufgegeben hat, war natürlich und unter dem Aspekt, dass dort eben dann auch die Investitionen genutzt werden, um in den anderen Standort, in den Hauptstandort zu investieren, war klar, da soll entsprechend Einzelhandel stattfinden, und die Prognosen waren die, und das war eine schwierige Entscheidung damals im Gemeinderat. Ich habe das damals auch mitbegleitet. Und damals war eben absehbar, dass das auch Auswirkungen haben kann auf Käfertal, und die sind auch eingetreten. Insofern auch eine klare Erkenntnis dafür, am Zentrumkonzept sehr strikt festzuhalten. Und das jetzt im Prinzip ein bisschen versuchen auszugleichen, das ist die Idee des Vollsortimenters. Was jetzt rausgekommen ist, sind schwierige Verhandlungen mit diesem Vollsortimenter, hier einen anzusiedeln, und dann der Kompromiss letztlich, wie viele Parkplätze müssen dort angeboten werden, damit tatsächlich ein solches Unternehmen sich auch ansiedelt. Und darüber gab es ja hier intensive Planungsrunden, mehrfach hin und her. Offensichtlich immer noch nicht sozusagen vor Ort im Konsens. Das ist natürlich nicht befriedigend. Ich glaube, die Grundidee ist nach wie vor richtig und zentral zur Stärkung eben auch des Verkehrsverteils insgesamt. Und im Augenblick muss man auch signalisieren, dass nach meiner Information und nach den Rückmeldungen, die wir bekommen, das Engagement der Firma Edeka sehr in Frage steht. Und insofern ist die Frage, es gibt auch andere, die sich entsprechend interessieren. Und insofern geht es um beides. Jetzt zu einem Ergebnis zu kommen, dass es auch planerisch umgesetzt werden kann, und zum anderen natürlich auch tatsächlich ein Unternehmen zu gewinnen, das diese Investition vornimmt. Ich habe es immer so wahrgenommen, dass der Stadtteil mit deutlicher Mehrheit eine solche Investition und einen solchen Vollsortimenter hier vor Ort will. Und daran richtet sich natürlich am Ende auch die Planung aus, um das auch möglich zu machen und zu realisieren. Und natürlich gleichzeitig auch insgesamt den Ortskern aufzuwerten. Vielen Dank, Herr Kurz. Herr Probst, ist die Ansiedlung eines Vollsortimenters tatsächlich der erhoffte Frequenzbringer für die umliegenden Geschäfte in der Schwetzinger Stadt? Wurde ja zur Zeit, als Sie Bezirksverband waren, ich glaube vor 5 Jahren, wir haben vorhin darüber gesprochen, in der Seckenheimer Straße auch ein Edeka-Markt in Betrieb genommen mit wesentlich weniger Verkaufsfläche. Was ist denn daraus geworden und wie viele Stellplätze hat er?
Ja, das ist, glaube ich, eine ganz interessante Diskussion, die wir jetzt hier führen, auch wenn ich mir vielleicht keine Freunde in Käfertal mache. Ein Vollsortimenter mit 1500 Quadratmetern benötigt natürlich 80 Parkplätze. Wir hatten das Thema in der Seckenheimer Straße, auch mit Edeka. Und die haben von vornherein gesagt, gut, die Seckenheimer Straße ist natürlich etwas urbaner als jetzt hier die Mannheimer Straße, für dichtere Bebauung und so weiter. Aber die haben von Anfang an gesagt, wir wollen hier einen Citymarkt machen mit 800 oder 900 Quadratmetern, glaube ich. Wir brauchen eigentlich nur 10 oder 12 Parkplätze. Und darüber haben wir diskutiert im Bezirksparat, auch weil die Parkplatzsituation in der Seckenheimer Straße in der Schwetzinger Stadt wahrscheinlich schon extremer ist als hier in Käfertal. Geht das überhaupt? Können wir da zustimmen? Wir haben dazu gestimmt, wir haben mit Geschäftsinhabern gesprochen und die Entwicklung dieses Edeka-Markts ist eine fantastische. Der Markt ist extrem frequentiert und zwar auffallend natürlich weniger mit dem Auto, darauf kommt es mir ein bisschen an, sondern vielmehr mit zu Fuß, mit Fahrrad. Es dient der Nahversorgung und ist ein unglaublicher Frequenzbringer auch für die umliegenden Geschäfte. Also es ist ein riesiges Erfolgsmodell geworden. Wo ich hinterher sage, klasse, klasse Sache. Und ich frage mich noch was anderes hier, ein Vollsortimenter mit 1500 Quadratmetern. Ist es wirklich so, dass man mit dem Pkw etwas von außerhalb Käfertals hier in den inneren Bereich von Käfertal fährt, auch nach einer eventuellen Sanierung oder nach einer Sanierung, die kommen muss, werden die sperrigen Straßen nicht breiter sein. Es wird nicht besser sein, sage ich mal, da reinzufahren mit dem Auto, um zu einem Vollsortimenter zu kommen. Also ich mache mir auch am Konzept von Edeka, habe ich da Probleme, ob das aufgeht. Ja, vielen Dank. Herr Rosenberger, die Stellplatzfrage war ja von Anfang an umstritten. Die CDU hat sich für eine Parkpalette stark gemacht, um das ein bisschen aufzufedern. Die Gewerbetreibenden fordern den Erhalt der Parktasche 2, weil sie befürchten, dass am Ende weniger öffentliche Parkplätze zur Verfügung stehen als jetzt schon. War die Vorstellung, den Stempelpark an die Mannheimer Straße heranzurücken und gleichzeitig die Parkplätze auszuweiten, von Anfang an nicht illusorisch? Ja, also ich denke, man muss auf verschiedene Dinge hier Rücksicht nehmen und wir haben ja schon von dem großen Kompromiss gesprochen. Ich denke, was besonders wichtig ist, wir können nicht die Schwetzinger Stadt, die Oststadt mit Käfertal vergleichen an der Stelle. Die Bauarten dort sind einfach so unterschiedlich. Ich habe vorhin schon angedeutet, hier haben wir einen Ortskern, etwas, ich habe es flapsig dörflich auch genannt, strukturiert. Und wenn wir diese Zentren, die wir in den Stadtteilen hier wünschen, stärken wollen, dann muss es dort auch Möglichkeiten geben, wirklich die Nahversorgung zu sichern. Dazu sind solche Märkte geeignet. Und einen solchen Markt hier anzusiedeln, ist eine hervorragende Möglichkeit, auch gerade im Betracht der Demografie, zu sagen, wie können wir die Menschen künftig tatsächlich ortsnah versorgen. Und dazu gehört einfach in diesen Bereichen wie Käfertal auch der Autoverkehr. Und dass Parkplätze dort zur Verfügung gestellt werden müssen und sollten, sprechen die Händler sehr, sehr deutlich aus. Ich habe mir die Mühe gemacht und bin die Mannheimer Straße entlang gegangen, war auch bei den Händlern, habe dort mit einigen Gespräche geführt, die sehr, sehr deutlich sagen, das ist für uns lebensnotwendig und wenn wir die Ortskerne stärken wollen, müssen wir darauf Rücksicht nehmen aus meiner Sicht. Ich verstehe, dass Edeka sehr deutlich formuliert, für mich ist ein wirtschaftliches Projekt nur dann durchführbar, wenn wir gewisse Größenordnungen haben. Ich denke, das ist eine Forderung, die Edeka aufstellt an der Stelle. Ich denke auch, dass sie eine Forderung aufstellen werden, dass wir erst dann bauen, wenn die Mannheimer Straße saniert ist. Weil sonst würde man das Ganze von der falschen Seite aufzäumen. Also auch da, glaube ich, braucht man Planungssicherheit. Da braucht der Investor eine Planungssicherheit. Und dass der Park an die Mannheimer Straße anrücken soll, denke, wünschen sich viele. Aber den Handel, und das haben wir in vielen Podiumsdiskussionen jetzt ja schon miteinander auch diskutiert, ist der entscheidende, wirklich wichtige Faktor, um auch Leben in einem Ortskern zu halten. Dem sollte man da wirklich sehr, sehr gut zuhören. Und deshalb wäre es richtig und wichtig, dass es nochmal diese Bezirksparatssitzung gibt, wo wirklich all diese Themen miteinander diskutiert werden können und sollen. Man wird nie 100% Einigkeit in dem Stadtteil bekommen. Aber ich glaube, die große Mehrheit der Menschen hier sagt, lieber einen Parkplatz mehr und einen funktionierenden innerörtlichen Handel und einen Edeka-Markt, der uns auch in der Zukunft versorgen kann.